Es gibt diese Radiosender, die den ganzen Tag nur Hits und Schlager aus der Vergangenheit spielen. Egal, wann ich sie einschalte, es kommt immer etwas aus den 80ern, den 90ern und manchmal auch was von heute. Musik zum Wohlfühlen. Macht Spaß. Denn Altbekanntes zu hören oder zu sehen, ist tatsächlich mit Wohlgefühl verbunden. Ich merke das übrigens nicht nur am Radioprogramm, sondern auch bei meinem Hobby. Denn auch da beschäftige ich mich mit der Vergangenheit. Musik zum Wohlfühlen. Altvertrautes zu hören macht Spaß. Überhaupt Altbekanntes wieder zu entdecken ist immer schön. Ich mag das nicht nur beim Radioprogramm, sondern sogar bei meinem Hobby. So habe ich mir vor ein paar Jahren ein Auto aus den 80ern zugelegt. Mit so einem Auto bin ich nämlich groß geworden. Meine Eltern besaßen so etwas und als ich dann Anfang 40 war, dachte ich mir, es wird Zeit, Erinnerungen wieder wach werden zu lassen. Noch einmal sich zu fühlen wie ein junger Mensch. Und so habe ich den Wagen gekauft und alles daran erinnert mich an meine Jugend und Kindheit. Die Gerüche, die Geräusche und wenn man mit dem Fahrzeug unterwegs ist, verändert das tatsächlich die Wahrnehmung. Es ist ein Eintauchen in die Vergangenheit. Ich bin damit nicht allein. Über dieses Hobby habe ich einige Freunde hinzugewonnen, denen das genauso ergeht. Wir steigen in die alten Autos und fühlen uns wieder jung. Allerdings genügt ein flüchtiger Blick in den Spiegel, um zu erkennen, dass ich nicht mehr jung bin. Und ein 52-Jähriger in einem alten Auto sieht immer noch aus wie ein 52-Jähriger in einem alten Auto. So schön das Hobby auch ist, mit der Wirklichkeit hat das nicht viel zu tun. Doch so schön das mit der Sache mit der Vergangenheit auch ist, wenn man sich nur damit beschäftigt, kann es gefährlich werden. Menschen, die immer nur von früher erzählen oder von der angeblich guten alten Zeit schwärmen, tja, die können einen ganz schön auf die Nerven gehen. Da möchte ich vorsichtig sein. Bei aller Nostalgiefreundlichkeit, nein, das ist eigentlich nicht das Wichtigste im Leben. Ich sehe es auch so, dass der christliche Glaube da andere Möglichkeiten aufweist. Allein schon, dass wir unseren Teil der Bibel Neues Testament nennen, zeigt ja, dass wir gar nicht am Alten hängen, sondern durchaus im Glauben auch Dinge neu sehen wollen. Und so kann man das Jesus-Ereignis tatsächlich als eine Innovation Gottes begreifen. Nochmal neu anfangen, nochmal die Dinge ganz anders angehen. Unser Gott ist da sehr kreativ. Insofern verstehe ich den christlichen Glauben auch immer als eine Aufforderung, nach vorne zu schauen, etwas Neues angehen zu können. Gott macht uns Mut dazu. Es muss nicht alles bleiben, wie es ist, und schon gar nicht die Vergangenheit verklären. Das ganze Leben ist Veränderung. Nichts bleibt, wie es ist. Und deswegen ist es auch gut zu hören, dass Paulus im Philipperbrief sagt, ich vergesse, was da hinten liegt und strecke mich nach dem aus, was vorne ist. Und das ist wiederum etwas, was ich sogar in den Gesangbüchern unserer Kirchengemeinden finde. Lieder, die von der Zukunft sprechen. Da heißt es an einer Stelle, vergesset, was da hinten liegt und euer Herz beschwert. Und an einer noch anderen Stelle heißt es, Gott will mit uns die Erde verwandeln. Vielleicht geht es genau darum. Wenn man die Vergangenheit hinter sich gelassen hat, dann wird es auch schön, nach vorne zu schauen. Ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist, so sagt Paulus. Und so ist es im Leben eigentlich wie beim Autofahren. Der Blick in den Rückspiegel ist schon wichtig. Aber um vorwärts zu kommen, muss ich nach vorne schauen, durch die Windschutzscheibe.